Germany's Next Topmodel exposed. Wir haben uns ja bezüglich der Germany's Next Topmodel Sache schon ein bisschen was angeguckt. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was hier noch aufgearbeitet wird. Harte Zeiten für ProSieben, ja. Ehemalige Teilnehmerinnen erheben Vorwürfe gegenüber ProSieben, der Sendung Germany's Next Topmodel und insbesondere Heidi Klum. Und dabei geht es nicht nur um TV-Fakeness oder eine leicht falsche Darstellung oder so, sondern es geht dabei um drastische Manipulation, Lügen bis hin zum Vorwurf des Missbrauchs. Ich habe diese Sendung persönlich nie verfolgt, aber ich habe jetzt in den letzten Tagen einfach mal recherchiert. Ich habe zusammen mit Lisa und Jakob eine Menge Germany's Next Topmodel geguckt. Und unangenehm erstmal. Dabei bin ich immer tiefer in dieses Rabbit Hole irgendwie reingegangen und ganz ehrlich, ich komme nicht auf mein scheiß Leben klar, dass diese Sendung noch nicht abgesetzt wurde. Ich zeige euch in diesem Video, was aus meiner Sicht die kritischsten Seiten von Heidi und Co. sind. Ich werde auch die aktuellen Vorwürfe, beziehungsweise die wichtigsten aktuellen Vorwürfe der Teilnehmerinnen zusammenfassen und auch direkt mit Beispielen teilweise stützen. Davor möchte ich aber gerne noch ein paar andere Stellen und Maschen zeigen, die mir bei den Recherchen aufgefallen sind und die ich besonders ekelhaft finde. Es ist ein relativ spontanes Video, let's go. Mach den Mund auf, sei sinnlich. Jede Staffel durchgeguckt. Kurz gedacht, ein anderes Tab habe ich noch offen. Ich habe aus jeder Staffel einige Stellen gesehen und die erste Sache, die ich daran sehr, sehr kritisch finde, sind die Stellen, in denen junge Frauen dazu gebracht werden, sich für das ProSieben-Publikum zu sexualisieren. Und zwar in praktisch jeder Staffel. Und nochmal ganz klar an der Stelle, jeder kann sich selbst sexualisieren, wie er oder sie möchte. Es geht mir um die Art, wie diese Frauen dazu gebracht werden, sich zu sexualisieren, auch wenn sie es vielleicht gar nicht möchten. Man sieht nämlich sehr regelmäßig in dieser Sendung Mädchen bis junge Frauen, die sich sichtlich unwohl dabei fühlen, sich so nah und so sexy zu geben, wie Heidi es von ihnen verlangt. Da fühlt man sich schon unwohl. Ich habe auch schon mehr gemacht, als ich wollte, was für mich sehr, sehr, sehr unangenehm war. Es ist halt auch ein bisschen unangenehm, so nackt vor der Kamera zu stehen. Habe ich ja noch nie gemacht, ne? Noch nicht mal vor meinem Handy. Das war gar nicht mein Fall. Das ist zu krass. Ich habe noch nie nackt oder irgendwas gemacht. Alle aus meiner Schule sehen mich dann. Ja. Sie hat die ganze Zeit gesagt, ich möchte nicht nackt sein, ich möchte nicht im Bikini abgelichtet werden. Sie wollte eigentlich einfach gar nichts, irgendwie keine Haut zeigen. Ready? Ja, Heidi. Ich bin ready. Solche Stellen gibt es extrem viele. Und Heidi bestätigt auch, wie regelmäßig sich die Mädchen bei ihr unwohl fühlen. Es ist jedes Jahr immer das Gleiche, dass dann irgendwie ein Mädchen kommt und sagt, ja, ich fühle mich zu nackt oder ich will nicht so viel Haut zeigen. Also es ist immer wieder ein Déjà-vu. Ja, Heidi. Wenn das immer ein Déjà-vu ist, dass Leute in deinem Umfeld... Also auf der einen Seite ist es natürlich echt wirklich weird, dass da niemand auf die Idee kommt zu sagen, ja, Digga, das sind halt irgendwie auch 16-, 17-Jährige, die da so ein bisschen zu jung sind, um so eine Scheiße zu machen. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, dass der Beruf Model auf der Grundlage der Objektifizierung aufbaut, des von Schönheit und vom Körper. Also du bist ja dann die absolute Vermarktung deines Äußeren. Du bewirbst dich darauf, begafft zu werden und dass andere dich für schön halten. Und das für Geld. Ist halt schon bitter. Also ich, natürlich ist das, was da passiert, sicherlich bitter, aber das ist ja auch... Es ist ja auch... Also... Kann sich denn niemand an, wie heißt der Typ, Job erinnern? Der hat doch so ein Statement gemacht vor ein paar Monaten. Da hat er in der Zeitung gesagt, dass es gang und gäbe ist, dass nicht so erfolgreiche Männer, Frauen im Model-Business förmlich an reiche, weiße Männer verkauft werden. Das hat er einfach so gesagt. Und das war's. Da gab's keine, nix war die Reaktion, nichts. Ey, ich möchte mich nicht so ausziehen, Heidi, wie du es von mir gerne hättest. Macht das was mit dir? Man könnte ja daraus Schlüsse ziehen. Also wenn jetzt meine Gäste in meinen YouTube-Videos mir regelmäßig sagen würden, ey Rezo, so wie du willst, wie ich vor der Kamera bin, so nackt und so freizügig, so fühle ich mich einfach nicht wohl, dann könnte ich ja auch daraus Schlüsse ziehen. Maybe ziehst du dann auch irgendwelche Schlüsse daraus, anstatt einfach zu sagen, so yo, gehört halt dazu, dass es Frauen hier nicht gut geht. Aber besonders widerlich finde ich persönlich die Art und Weise, wie diese Mädchen und Frauen dazu gebracht werden, dann doch das zu tun, was sie eigentlich nicht möchten. Und zwar exakt nach den typischen Casting-Couch-Methoden. Zum einen wird halt direkt gepusht. Mach den Mund auf, sei sinnlich. Dem Dusty ist kalt, mach den mal ein bisschen heiß, den Dusty. Zum anderen wird aber auch klar...
gemacht. Junge, wenn du groß rauskommen möchtest. Ey, für mich ist das, ich sehe sowas das erste Mal, ne? Also, dass ich nicht der Typ bin, der vor ProSieben TV 2015 sitzt und dann sagt, boah, jetzt endlich wieder Germany's Next Topmodel gucken, wie die ganzen anderen Opfer da draußen, die sich denken, das ist Unterhaltung, ja? Das ist ja jetzt nicht, das wird jetzt keine Außergewöhnlichkeit sein, ne? Die anderen Mädchen, die machen das. Die wollen ihren Traum erreichen. Willst du deinen Traum nicht erreichen? Du musst jedes Mal dran denken, ihr kämpft alle miteinander. Es sind immer so viele Excuses. Nehmen wir mal an, heute wäre ein Job zu vergeben. Würde er dich buchen? Nach dieser Performance jetzt gerade? Wahrscheinlich nicht. Oft merkt man ihr an, dass sie doch noch sehr jung ist. Und der Konkurrenzkampf wird immer härter. Heidi. Menschenhändlerin Klum. Model? Yes, I want to be a model. Willst du überhaupt Model sein? Willst du das hier überhaupt? Dein Traum? Dann mach dich doch mal locker. Aber das Traurigste ist... Mach dich doch mal locker. Mach endlich mal den Mund auf. Werd mal sinnlich jetzt. Soll sinnlich sein, hat er mal gedacht. Sich selbst zu sexualisieren, obwohl man das gar nicht möchte... Oh Gott. Haben die Mädchen schon verinnerlicht? Wenn es an mir gegangen wäre, wäre ich natürlich draußen geblieben und hätte das nicht mitgemacht. Aber natürlich bin ich ja hier auch, um was zu erreichen. Ich will unbedingt eine Runde weiter. Ich will unbedingt. Ich mach's ja auch dafür, aber ich find's trotzdem irgendwie blöd. Für mein Alter. Und selbst wenn eine Frau wirklich ganz deutlich sagt bei einem Shoot, nein, ich möchte bei diesem Shoot jetzt den BH anbehalten, dann wird so krasser Druck aufgebaut, dass sie sich dann selbst dazu entscheidet, doch blank zu ziehen. Aber das haben wir bei den anderen ja auch nicht gemacht. Das Shooting, es ist nude und das muss man fotografieren. Ja, und wenn sie das nicht will, dann gibt's ja halt kein Foto. Ja, also wenn du dich jetzt nicht ausziehen möchtest, dann... Kannst du gehen? Ich kann jetzt nicht den BH anbehalten, oder wie? Und nach dieser... Das wird unkritisch im TV ausgestrahlt, weil man denken könnte, die Gesellschaft ist noch nicht bereit für ein Thema wie... Naja... Haltung konnte sie sich halt jetzt selbst entscheiden, wie sie weiterverfahren möchte. Und man muss wirklich kein Psychologe sein, um in den nächsten Szenen zu sehen, wie sehr diese junge Frau gebrochen wurde. Ich zieh's jetzt einfach durch. Wir zieht's hier! Great. That's the spirit we like. Aber das verstehst du schon, Letizia, dass ich wegen dir keine Extrawurst mache. Eieiei. Also wirklich, ob das so ein altbackener Lude nun hätte sagen können oder Heidi Klum, ne? Kannst die Worte in beide Münde legen, ne? Und das, machen konnte, oder? Fühlst du dich zu nackt? Ich meine, ihr seht... Ich hätte jetzt keinen Unterschied gesehen, wenn ich jetzt ein BH dazu angehabt hätte. Aber es geht ums Prinzip ein bisschen auch, ne? Ja. Ja, ja. Es geht auch ein bisschen ums Prinzip, ne? Gut, dass Heidi das sagt und nicht Bruce Donnell. Und dass du so ein kleines bisschen motzig warst beim Fotoshoot, das hat dir ganz gut gestanden auch. Stimmt, ja. Aber das kann man nicht bei jedem Shoot machen, ne? Oh mein Gott, Alter. Alter, wie eine Puffmutter, Digga. Heidi Klum ist einfach eine Puffmutti. Die ist einfach wie, die betreibt ein Freudenhaus oder was? Die Kleine ist bei mir auf der Abschussliste. Weil sowas will man eigentlich gar nicht haben, ne? Das brauchst du nicht. Digga, wie er das sagt. Die Kleine ist bei mir auf der Abschussliste. Alter, was bist du für ein Und einfach. Ey, ganz ehrlich mit deinem fusseligen Palituch. Ey, ohne Mist einfach. Ihr manipuliert eine gerade so volljährige Teenagerin dazu, sich vor euch auszuziehen. Sie sagt ganz klar, dass sie das nicht möchte, ist auch für den Shoot überhaupt nicht notwendig. Aber ihr baut so lange Druck auf, bis sie irgendwann resigniert und gebrochen ist. Und dann lässt sie es über sich ergehen und ihr dürft ihren Körper so benutzen, wie ihr es wollt. Und danach, und das macht mich besonders sauer, hast du Heidi und dieser widerliche Fotograf noch... Ja. Der wirklich widerliche Fotograf. Der absolute Ekelfotograf, Digga. Auch die Dreistheit, über sie hinter ihrem Rücken zu lästern, wie anstrengend sie war, dass das ja gar nicht geht, dass sie gezögert hat. Eure ganze Art ist einfach nur Abfall. Und das, was in dieser Sendung passiert, gehört eben nicht einfach so zum normalen Model-Business dazu. Es ist nicht Gott gegeben, dass jedes Model mit komplett nackten Männern shooten muss, dicht an dicht, Körper an Körper, oder komplett nackt auf Pferden sitzen muss. Vor allen Dingen, weil du ja auch ein hautfarbenes Höschen anhaben kannst und das wegphotoshoppen kannst. Digga, das ist eine Arbeit von 5 Minuten. Oder dass man auf einem Typen reitend fast nackt in der Öffentlichkeit rumtourt. Sowas ist nicht normal im Model-Business. Es gibt viele Models, die von diesem Job leben und sowas niemals
machen. Heidi und ProSieben definieren einfach, dass das bei ihnen dazugehört. Die sagen einfach, das ist so. Für mich, für diese Sendung müsst ihr das halt tun. Aber das macht's nicht besser. Und um das kurz klarzumachen, folgende Analogie. Ein 40-jähriger YouTuber, der ist Multimillionär und der macht ganz crazy Vlogs. Und in den Vlogs gibt es zum Beispiel Partys und da sind alle Leute cool am Chillen und am Feiern oder so. Und jetzt stell dich mal vor, dieser ältere YouTube-Millionär würde dann zu ganz jungen Frauen, zu Teenagern hingehen und sagen, hey, du kannst gerne in meinem Vlog vorkommen. Ich kann dich gerne einladen und dann kommst du auch in den Videos vor. Und das könnte für dich eine Chance sein, auch in der Social-Media-Welt einen Push zu bekommen und groß zu werden. Und dann sagt er aber, zieh dich aus. Wenn Leute nackt sind, dann klicken sich meine Vlogs besser, deswegen gehört das bei mir dazu, definiert er einfach so. Und jetzt zeig deine Brüste oder du fliegst. So ein Verhalten eines YouTubers wäre exakt dasselbe. Das ist ethisch gesehen genau dasselbe. Er definiert für sich, das ist für mich wichtig, das gehört für mich dazu. Und die Girls können sich ja frei entscheiden, was sie wollen. Wollen sie ihren Traum erreichen oder nicht? Das heißt insbesondere für euch, entweder ihr müsst beides in Ordnung finden, das was Heidi macht, aber dann auch das, was dieser fiktive YouTuber machen würde. Wenn beim fiktiven YouTuber dann unter Tränen sich die Teenager ausziehen würden für seinen Content, weil sie können ja damit Social Media Star werden, dann findet ihr das beides in Ordnung. Oder ihr findet beides, diesen fiktiven YouTuber und Heidi, gleichwertig verwerflich. Alles andere wäre nicht rational und nicht logisch. Nur weil wir konditioniert sind, das eine normaler zu finden, macht es das nicht besser. Okay, kurzer Rant zu Ende, wieder anderes Thema. Es ist nämlich, by the way, ziemlich ironisch, was die teilweise für Shootings machen. Zum Beispiel dieses Shooting, wo sie nackt in Rosenblättern liegen. Das ist aus dem Film American Beauty. Und in diesem Film, insbesondere in dieser Szene in dem Film, geht es nämlich genau darum, dass ein alter Mann eine junge Schülerin sexualisiert, sich sie nackt vorstellt, weil er sie bangen möchte. Also genau das, was eben passiert, wenn ProSieben diese Szenen an ein Millionenpublikum im Fernsehen ausstrahlt. Aber warte ganz kurz, ich muss jetzt, glaube ich, mit meinen Vorwürfen hier aufpassen, weil Heidi und Co., die würden doch niemals absichtlich Minderjährige sexualisieren. Oder? Oh Gott! Du bist nicht die Frau fürs Leben, sondern du bist die Frau für die Nacht. In fast allen Germany's Next Topmodel Staffeln sind Teile der Kandidatin minderjährig. Und zwar nicht als Randerscheinung. Also in manchen Staffeln war die Siegerin minderjährig, in noch mehr Staffeln waren die Top 3 waren Minderjährige dabei. Teilweise waren in Staffeln alle drei der ersten drei Plätze minderjährig. Das ist schon mal weird. Aber nur weil die da mitmachen, werden die ja nicht fürs Publikum sexualisiert, oder? Naja, doch. Hier sollen zum Beispiel verschiedene Minderjährige mit einem Typen rummachen. Mal sehen, wie sich Lisa und Betty mit Ole vergnügen. Und nur um kurz klarzumachen, wie abgefuckt das ist. Am lustigsten fand ich den Dusty, der irgendwie immer ein Problem hatte mit seiner Hose oder was in der Hose drin war. Ich weiß auch nicht, das war ganz komisch. Also der fummelte sich andauernd in der Hose rum. Heidi fand ich auch mega lustig, wie dieser fremde Typ immer so einen harten bekommen hat, während du so 16, 17-Jährige dazu gepusht hast, mit ihm rumzumachen. War wirklich mega funny. Bei seinem Instagram-Post schreibt er dazu, I'm a lucky dude, Hashtag love my job. Auch mega lucky, dass er mit 16, 17-Jährigen rummachen. Und hier jetzt noch ein anderes 16-jähriges Mädchen, das von Heidi dazu gepusht wird, auf diesem Dude rumzugrinden. Sie sagt sogar selbst, wie unerfahren sie ist. Ja, ich fände es jetzt nicht so toll, wenn das jetzt mein erster Kuss wäre. Aber kein Problem. Heidi zeigt, wait, what? Zeigt dem Mädchen ja, was das Mädchen zu tun hat, um weiterzukommen. Geh richtig mit der Hand hier so rein. Ja, aber auch wenn sie sich dafür Mühe gegeben hat, das reicht Heidi einfach nicht. Sarah war schwach. Sie hat aber auch noch nie einen Freund gehabt und weiß nicht, wie man einen Jungen anfasst. Alter, Heidi Klum ist wirklich, ist halt wirklich wie diese, also, ja, Heidi. Weil sie 16 ist. Ich glaube, bei Heidi Klum kann man nicht vorwerfen, dass sie so eine kleine Diskrepanz hat zwischen volljährig und nicht volljährig. Altersunterschiede spielen für Heidi Klum keine Rolle. Ich meine, die Frau ist 50 und mit einem 23-Jährigen zusammen, glaube ich. Oder einem 27-Jährigen. Ich weiß, in der Kategorie ist das nicht so schlimm. Aber es ist halt auch, also, ne, da wird, wirklich, da wird der Stil in der Pfanne verrückt, ne? Also, ich muss das, also, das ist, was, Tom Kaulitz ist über 30? Ja, dann habe ich das nicht gesagt. Ich dachte, die, was, Heidi Klum ist erst 48?
Die sieht aus wie 62. Kann mir doch keiner erzählen. Hätte mal das gedacht, Digga. Okay, dann nehme ich das natürlich zurück. Trotzdem hat sie nicht alle. Das kann ich natürlich nicht wissen. Na, ich dachte, die ist alt wie... Ich dachte, die ist hier eine auf... Die ist halt eine auf weirde Model-Oma. Ey, ich find's auch echt unangenehm, wenn minderjährige Mädchen nicht wissen, wie man so einen richtigen Mann anfasst. Und sowas sind keine Einzelbeispiele. Lena shootet in Unterwäsche, da sie noch minderjährig ist. Was ist das allein für ein weirder Satz? Wenn sie doch minderjährig ist, warum soll sie dann sexy in Unterwäsche sein? Du bist heiß, weil du bist nackt. Ich habe immer nur versucht, irgendwie, was weiß ich, sexy oder so zu wirken. Dann macht so ein creepy Fotograf Bilder von ihr, möchte dabei, dass dieses Mädchen ihn beleidigt, weirder Kink, und sagt sogar selber, dass sie sich unwohl fühlt. Lena was very nervous, she wasn't comfortable. Sie ist verkrampft, sie ist unsicher, sie ist nervös. Sie ist vor allen Dingen eins, Heidi, minderjährig. Oder hier ein weiteres Beispiel von der 16-jährigen Natalie. Auf die Verführung achten. Du bist nicht die Frau fürs Leben, sondern du bist die Frau für die Nacht. Digga, ich wusste nicht, dass Harvey Weinstein bei diesen Produktionen dabei war in der Vergangenheit. I didn't know. Aber, Digga, dass der so gut Deutsch spricht, überrascht mich. Nicht die Frau fürs Leben, sondern du bist die Frau für die Nacht. Das hast du schön gesagt. Oh, du bist aber, ich kenne auch deine Eltern, da warst du so ein kleines Mädchen, das bist du aber ganz schön groß geworden und ganz schön erwachsen. So ein Typ ist das. Weißt du, so ein Typ ist das. Die Leni, die ist ja ganz schön reif geworden. So ein Typ ist das. Echt poetisch, wie du so als alter Mann zu einer 16-Jährigen gesagt hast, dass sie gefälligst nur die Frau für eine Nacht sein soll. Deutsche Goethe. Naja, dann... Deutsche Goethe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und diese unangenehmen alten Männer kommentieren das dann einfach mit She wants it und great. She wants it. Es gibt so viele solche Stellen, allein im selben Shoot zu einer anderen Minderjährigen noch. Eine Art sexy move, sexy dance. Versuch sie ihn anzumachen. Ich hoffe sehr, dass sie da jetzt noch zwei, drei Schippen drauflegen kann, weil so wird das mit der Verführung nichts. Bruder, ich bin nicht mehr zur Hälfte durch und ich habe schon Schnappatmung, Digga. Nee, so wird das mit der Verführung nix. Auch die folgenden Mädchen sind minderjährig. Oh, hör doch mal jetzt auf, Digga, hör doch auf, Riso, hör auf. Ist das sexy? No, it's not. Sexy gucken, immer ein kleines Zwinkern in den Augen. Sexy, sexy, sexy. Mach dich super sexy. Sexy, sexy, sexy. Wir haben es verstanden, Heidi. Die minderjährigen Mädchen sollen sexy sein. In dem Fall sogar, während sie mit kaltem Wasser abgespritzt werden und völlig unterkühlt teilweise fast zusammenbrechen. Nicer Content eben. Aber warte, das ist ja eher eine Ausnahme, oder? Dass die Kandidatinnen da so psychisch und körperlich strapaziert werden. Die Produktion kümmert sich doch safe total gut um diese Mädchen, würde niemals extra etwas dafür tun, dass diese Mädchen noch mehr belastet werden und mehr Stress ausgesetzt sind, als es notwendig wäre. Ich denke, für Germany's Next Topmodel ergeben sich hier so einige Faktoren der Verbesserung. Und als erster Faktor der Verbesserung sollte man auch mal ein bisschen die Effizienz im Auge haben. So wie das wirkt, wäre es zu empfehlen, um dann nicht eine Überreizung des Zuschauers zu haben, nur noch die Models zu erwähnen, die über 18 sind und zu sagen, die sind übrigens volljährig und den Rest gar nicht zu erwähnen, damit der Zuschauer nicht reizüberflutet wird. Voll das scheiß Shooting, Mann. Weißt du, was wir machen mussten? Und jetzt kommen wir zu aktuellen Vorwürfen, die auch verschiedene Teilnehmerinnen in den letzten Tagen und Wochen so veröffentlicht haben. Einer der Hauptvorwürfe gegenüber der Produktion von Germany's Next Topmodel ist, dass Stress künstlich gepusht werden würde und die Möglichkeit für Stressabbau genommen werden würde. Einfach damit es Streit, Tränen und Zusammenbrüche gibt. Ich meine, jeder hat mal Stress und wie geht man damit um? Man zieht sich zum Beispiel zurück, man ist einfach mal für sich, vielleicht zockt man was, vielleicht guckt man einfach mal Fernsehen oder man geht ans Handy oder man geht mal allein spazieren oder man spricht einfach mal mit Freunden, sowas halt. Und verschiedene Teilnehmerinnen erzählen und bestätigen, dass genau das verboten wird. Also der Kontakt zu Familie und Freunden sei stark eingeschränkt und auch nur im Regelfall unter Begleitung von Kamera. Hier die Kameramänner hinterherrennen und ich in den Garten rennen musste oder ins Badezimmer, mir nichts anderes übrig blieb und du irgendwo morgens geweckt wirst und du auf einmal diese riesen Linse vor dir hast und das war alles ein sehr traumatisierendes Erlebnis. Außerdem sagen verschiedene Teilnehmerinnen, dass man generell von der Außenwelt unnötig isoliert werden würde. Ihr habt kein Handy, kein
Handy. Wir durften die ganze Zeit, 3 Monate lang war mein Handy weg, wirklich weg. Ich durfte nicht mal nach Drehschluss an mein Handy. Ihr habt kein Handy, ihr habt keinen Netflix. Wir hatten Fernseher, ja, aber die waren ausgestellt. Wir durften darauf nicht mal Netflix gucken. Netflix! Dieser ganze Außenbereich und alles war bewacht. 24/7 wurden wir bewacht. Da war auch ein Wachmann, der immer geguckt hat. Und uns wurde halt gesagt, sollten wir rausgehen? Sollten wir irgendwie versuchen rauszugehen? Sind wir sofort von der Schule disqualifiziert. Also es gibt einzelne Aspekte, wo sich die Aussagen von verschiedenen Teilnehmerinnen unterscheiden. Zum Beispiel sagt eine Teilnehmerin, dass man in einer Staffel überhaupt nicht raus durfte. Und andere Teilnehmerinnen sagen, ja, wir durften überhaupt nicht raus ab einem bestimmten Punkt. Aber davor durften wir unter Begleitung kontrolliert teilweise raus. Aber diese Unterscheidung empfinde ich eher als marginal in Bezug zu den eigentlich viel stärkeren Vorwürfen, dass nämlich die Produktion angeblich ganz normale Stressventile wegnehmen würde, damit die mehr belastet werden. Aber Stressventile zu nehmen, ist ja auch nur die eine Seite. Die andere Seite wäre aktiv was für Stress zu tun. Und dazu erzählen verschiedene Teilnehmerinnen auch einiges. Aber auch unabhängig von den aktuellen Schilderungen und Vorwürfen von den Teilnehmerinnen, sieht man das auch relativ gut in der Sendung, finde ich. Ich meine, hier wird zum Beispiel in krasser Kälte nachts fast nackt geshootet, was ja erstmal eine körperliche Belastung ist, aber dann shooten die halt vor einem Greenscreen. Dafür muss man nicht draußen sein. Das ist völlig egal, ob du dafür draußen bist. Das hätten die literally in dem nächsten Raum, in dem nächsten Zimmer machen können. Oder hier ein anderes Beispiel. Da mussten die auf einem Bett in der Öffentlichkeit einfach im ganz normalen Straßenverkehr auf einem Mann fast nackt rumgrinden. Und natürlich weiß die Produktion, man kann ja auch unterstellen, dass sie das geplant hat, dass es Leute gibt, die von allen Seiten Fotos machen. Deshalb konnten weder wir noch unsere Securities etwas gegen die Zuschauer und die Profikameras der Paparazzi ausrichten. Ach Mensch, Alter, da konnten wir als Produktion gar nichts gegen machen, dass das jetzt so passiert ist. Die Unterstellung, dass genau das natürlich der Plan und das Ziel war, liegt ziemlich nah. Aber jetzt kommt's, es geht nämlich noch weiter. Denn ausnahmsweise dürfen die jetzt einmal googeln. Die dürfen mal ins Internet. Komisch, dass die Produktion zufällig in dem Augenblick erlaubt, dass die mal ins Internet dürfen. Gleich mehrere Online-Seiten haben Fotos meiner Models veröffentlicht. Weird, dass das so passiert ist. Eine Aufnahme schockiert dabei alle am meisten. Alter, sowas können die doch nicht posten, Mann. Man kann mich da doch ganz... Alter. Und ein Mädchen hat es ganz besonders hart getroffen und die telefoniert dann natürlich mit ihrem Freund. Mann, weißt du, was wir machen mussten? In Unterwäsche auf einem Bett über den Hollywood Boulevard fahren mit irgendeinem Typen. Die ist dann total traurig und weint und ist fertig mit den Nerven. Guter Content, ne, ProSieben? Und nachdem die Produktion bzw. ProSieben dann gemerkt hat, dass diese junge Frau richtig seelisch fertig ist davon, dass es dieses Foto von den Paparazzi gibt, benutzen sie genau das Bild noch fürs Thumbnail. Angenehm. Die Unterstellung, dass die Produktion genau das natürlich als Ziel und als Plan hat, liegt sehr nah. Die Produktion wusste, dass das passiert, sie hat damit geplant, dass das passiert. Man hat absichtlich diese Mädchen in eine Situation gebracht, in der sie nochmal mehr belastet werden, als es nötig wäre. Und dann hat man Drama dafür bekommen. Ja, Privatfernsehen ist Schmutz. So geht man mit Menschen um. Privatfernsehen ist übrigens schon Schmutz gewesen, bevor Social Media Schmutz wurde. An so einer Stelle ist es ziemlich offensichtlich, dass die Produktion bzw. ProSieben oder Heidi Klum Menschen aktiv, bewusst seelische Schmerzen zufügen, damit sie danach aus ihren Tränen Profit machen können. Außerdem berichten verschiedene Teilnehmerinnen davon, dass ihnen der Zugang zu einem Arzt viel zu lange verwehrt wurde, als sie verletzt waren. Also teilweise werden ernsthafte Verletzungen von Shootings einfach verschwiegen. Hat man das eigentlich in die Serien gesehen, dass ich mir bei dem Shooting einen Arm gebrochen habe? Ich glaube nicht, oder? Das haben sie verheimlicht. Und eine andere Teilnehmerin schildert ein Erlebnis bei einem Shooting, wo sie mit einem Auto mitfahren mussten, das extra absichtlich rasant und riskant gefahren ist und es dann halt einen Unfall gab. Der Fahrer ist schon, finde ich, immer rasanter gefahren. Also die Kurven wurden immer extremer und alles und so. Und plötzlich, ehe ich mich versehen habe, zack, sind wir mit dem Wagen umgekippt. Und haben uns sozusagen überschlagen. Und sie erzählt weiter, dass sie direkt nach dem Unfall interviewt wurde, weiter drehen musste, obwohl sie unter Schock stand, dass sie nach einem Arzt gefragt hatte, aber dieser den ganzen Tag nicht gekommen ist, sondern erst mitten in der Nacht, 12 Stunden später. Sie musste den ganzen Tag noch fertig drehen. Also an dem Entscheidungstag, an dem Morgen, haben wir dann auch erfahren, ja, das wird nicht ausgestrahlt und dass wir ja dann nicht mehr drüber reden sollen, nicht am Set oder sonst was. Und dachte
sich aus, so hallo. Und auch als wir vor Heidi waren und so, Heidi hat so gar nichts angesprochen, fand ich auch sehr, sehr schade, weil das war einfach so gar kein Thema, hat die einfach gar nicht interessiert. Und da habe ich dann nochmal gemerkt, wie auch schon die Wochen davor, dass man als Person eigentlich wirklich gar nicht interessiert in der Sendung. Es geht wirklich nur darum, die Show zu machen. Wir Mädchen als Individuum haben gar keine Bedeutung. Das war denen scheißegal. Eine andere Teilnehmerin von einer anderen Staffel erzählt sogar, dass sie sich den Arm verletzt hatte und einen Arzt wollte, aber erst 3 Tage später ärztlich behandelt wurde. Also, wir haben auf der einen Seite Alter Schwede, Mann. Alter, das ist ja Missbrauch. Also das ist ja dann offensichtlicher Missbrauch. Verschiedene Teilnehmerinnen aus verschiedenen Staffeln, die alle in die ähnliche Richtung Vorwürfe erheben. Nämlich, dass die einzelnen Frauen als Individuen völlig egal sind. Und sie sogar aktiv dahingehend strapaziert werden, dass es ihnen körperlich nicht gut tut oder dass es ihnen seelisch nicht gut tut. Damit man daraus Content machen kann. Aber es geht noch weiter, denn was ist, wenn das nicht ausreicht, um genug Drama für die Produktion zu haben? Naja, dann könnte man ja etwas nachhelfen. Müsste dir das einfach so gefallen? Dass es im Unterhaltungsfernsehen ziemlich viel Fakeness und Verarsche gibt, ist hoffentlich jedem klar. Also neben der Klatschpresse ist, glaube ich, das Unterhaltungsfernsehen so auf dem höchsten Level von Zuschauerverarschen. Also es gibt auch auf jedem anderen Medium viel Fakeness, es gibt auch auf YouTube viel Fakeness, aber kein deutscher YouTube-Kanal ist ansatzweise auf dem Fakeness-Level, wie es Teile der deutschen Fernsehlandschaft sind. Wer das noch nicht verinnerlicht hat, der ist, glaube ich, einfach naiv. Ein mehrfacher Vorwurf auch gegenüber Germany's Next Topmodel ist die Manipulation von Statements der Teilnehmerin. So erzählen Kandidatinnen zum Beispiel, dass Aussagen strukturell und gezielt aus dem Zusammenhang gerissen werden. Die Frage war zum Beispiel, wie fandest du denn, dass Aminata zu Natalie gesagt hat, du Schlampe? Und dann sagst du zum Beispiel als Antwort, ja, fand ich super uncool, dass sie das gemacht hat. Dann haben sie also diese Aussage, fand ich super uncool, dass sie das gemacht hat. Und dann passiert aber 3 Wochen später was komplett anderes. Und dann können sie aber diesen O-Ton nehmen und auf die Situation schneiden. Eine andere Manipulationstechnik, von der berichtet wird, ist, dass die Kandidatinnen immer die Fragen selbst aufgreifen müssen. Naja, dass dieses Fragen sagen und dann die Antwort dazu sagen und dann wird das so gedreht, als würde die ihren Antworten. Du musst die Frage wieder aufgreifen. Was heißt das so genau? Naja, eine Redaktion fragt dich, also die Leistung von Tamara waren ja diese Woche überhaupt nicht gut. Würdest du sagen, sie kommt trotzdem weiter? Und du sagst, ich glaube schon. Hey, Frage wieder aufgreifen. Ja, also Tamaras Leistung war diese Woche überhaupt nicht gut. Ich glaube aber, dass sie weiterkommt. Bam! Du hast jetzt einen Satz und zwar, Tamaras Leistung war diese Woche nicht gut. Das kam nicht aus meinem Mund, das würde ich so nie sagen. Ich sollte die Frage wieder aufgreifen und der Redakteur hat mir diese Worte im Mund gelegt. Und mit solchen Techniken kann man natürlich jede Person als Zicke, als süßes Girl, als nettes Mädchen oder was auch immer darstellen. Solange du genug Footage hast und sogar noch diese Techniken hast, dann kriegst du alles hin, Digga. Aber die vorgeworfenen Manipulationstechniken gehen noch weiter. Denn verschiedene Teilnehmerinnen erzählen oder bestätigen, dass die Redaktion aktiv lügen würde, um, ich sag mal, Zwietracht zu säen. Also zum Beispiel, dass die Redaktion zu einer Teilnehmerin hingeht und dann sagt, hey, pst, die da hinten übrigens, die finden dich total doof, die lästern gerade über dich. Willst du das nicht mal mit denen klären? Willst du die nicht mal da konfrontieren, dass sie über dich lästern? Und dann geht die Teilnehmerin zu denen hin und die zanken sich natürlich. Und auch hier wieder, solche Maschen sieht man sogar teilweise in der Show. Ich gehe jetzt nicht wegen Noella, sondern... Also sie will gehen und sie sagt Heidi ganz explizit, ich gehe nicht wegen Noella. Aber das wäre ja einfach eine normale, erwachsene Entscheidung, dass man gehen möchte. Was macht Heidi also daraus? Die auf dem Heimweg schon ist. Die, echt? Ja, die Show verlassen hat. Wie? Oh nein. Aufgrund Noella. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder sie hat Heidi explizit gesagt, hey, ich gehe nicht wegen Noella, sondern aus den und den Gründen. Und als die Kameras dann aus waren, hat sie gesagt, weißt du was, mir fällt gerade ein, ich gehe doch wegen Noella. Entweder das. Wer auch immer Noella ist, aber tschüss, unangenehm. Und das haben die dann halt nicht reingeschnitten. Oder Heidi lügt die Mädels an. Hier ist noch ein direkteres Beispiel, wo ein Juror ziemlich offensichtlich 2 Girls gegeneinander aufstacheln möchte. Was denkst du denn, was du besser kannst wie Mary Lou? Was? Mary Louise, sag du mir bitte, warum sie nicht mit zum Casting soll. Weil ich größer als die Sie bin. Lässt dir das einfach so gefallen? Der sagt einfach zu der einen so, ey, sag mal was Negatives über sie. Die so, yo. Sag mal, warum ist denn die eine F*** eigentlich? Naja, weil ich
Weil die kleiner ist als ich. Lässt dir das einfach so gefallen, dass du dich nennt? Was? Absurd! Vollkommen absurd! Es ist wirklich vollkommen absurd. Mir fällt nichts ein. Dann geht er zu der anderen und sagt, ja, aber sag du mal irgendwas, was an dir besser ist als an ihr. Und sie so, weiß ich nicht, also vielleicht bin ich größer? Und dann, ey, das lässt du dir einfach gefallen? Ey, das ist doch so Grundschule-Schulhof-Niveau. Ey, der da hinten, der hat deine Mutter beleidigt. Lässt du dir das einfach so gefallen? Ich würde mir es nicht gefallen lassen. Und diese offensichtlichen und lächerlichen Versuche, zwei Frauen gegeneinander aufzusetzen, sind ja nur die, die ausgestrahlt wurden. Es ist sehr plausibel, dass das nur die Spitze des Eisberges ist und die meiste Manipulationsarbeit hinter der Kamera stattfindet. Wäre ja viel sinnvoller. Aber die Manipulationsvorwürfe gehen sogar noch weiter, weil vorgeworfen wird, dass die eigentliche Competition, das, worum es irgendwie ja in der Sendung geht, als solches manipuliert werden würde. Also eben in anderen Worten, für die Produktion ist es völlig egal, ob die besten Mädchen weiterkommen, sondern es geht darum, dass die weiterkommen, die am meisten Quote machen, die von der Storyline am sinnvollsten sind, damit die meisten Leute einschalten. Wir laufen ja nicht nur einmal vor und zurück, so wie ihr das seht, sondern wir laufen 2 bis 3 Mal vor und zurück. Es ist ein minutenlanger Walk, der für euch dann in 3 bis 10 Sekunden zusammengeschnitten wird. Und ungelogen, ich laufe, ich verkacke dermaßen. Ich merke das, ja, rutsch hier mal raus, hier mein kleiner Stolperer. So, da habe ich nicht die Kurve gekriegt, wirklich. Komme an. Wow, Liana, du kannst so gut laufen. Der Designer meinte nur, wow, hast du mein Kleid verkörpert? Das war der Burner. Und ich nur so, boah, Leute, ich weiß gerade, ihr zieht die größte Scheiße. Ihr wisst gerade, ihr zieht die größte Scheiße. Ab dem Moment wurde mir klar, es geht hier nicht um Leistung. Das sagt Liana und eine andere Teilnehmerin, die übrigens Lianas Schilderungen alle bestätigt hat, erzählt sogar davon, dass Instagrammerinnen teilweise schon vorher zugesagt wird, wie weit sie kommen würden, garantiert, wenn sie mitmachen würden. Diese Herangehensweise, dass man schon verhältnismäßig reichweitenstarke Leute ranzieht. Und da muss ich aber sagen, das ist ja in Castingshows nicht anders, ne? Also in Castingshows ist das ja, ist diese Platzierung von bereits etablierten Talenten eine ganz gängige Praxis. Es kommt immer mal vor, dass du bei, ob nun DSDS oder Voice of oder Super Singer, dass du immer mal so einen mega herausstechenden Sänger hast, der nicht nur durch seine Rhetorik in der Vorstellung, also nicht so durch die Darstellung in der Vorstellung, sondern durch alles andere davor platziert wird und dann heißt es so, oh mein Gott. Das ist die personifizierte Unge-Reaktion, ne? Es ist einfach, alle wissen, was auf einen zukommt, alle wissen, wie die Reaktion ist, aber trotzdem ist es halt da. Sagt, hey, du kommst mindestens so und so weit, kann ich übrigens bestätigen, dass es bei mir mal bei so einer, ich sag mal, Gesangs-Casting-Show passiert. Also relativ am Anfang meiner YouTube-Karriere wurde mir auch zugesagt, hey, wenn du hier beim Casting mitmachst, kommst du mindestens so und so weit. Ich habe die Nachrichten aber nicht mehr, deswegen möchte ich jetzt nicht den Namen von der Casting-Show droppen. Außerdem kann Dieter Bohlen da gar nichts zu. Aber zurück zu Germany's Next Topmodel, denn auch das ist nicht alles an Vorwürfen. Ein extrem großer Vorwurf war, dass Liana erzählt hat, dass einzelnen Mädchen vor einem Catwalk die Füße eingecremt und eingeölt wurden. Damit hast du halt keinen Halt mehr und maulst dich. Das ist erstmal nur eine Aussage. Aber Alicia Joe hat dazu noch Hinweise in der Sendung gefunden, die ziemlich dafür sprechen, dass das so stimmen könnte. Und da ich das jetzt nicht besser zusammenfassen könnte als sie, spiele ich einfach Alicia ab. Dann habe ich aber dieses Video aus Lianas Staffel von 2020 gefunden. Schaut euch das mal an. Wow, what happened? Das ist Öl auf den Füßen, Schatz, das geht nicht. Leute, ihr dürft eure Füße niemals einölen. Also erstmal sagt Nikita Thompson in diesem Ausschnitt, da ist Öl auf deinem Fuß, Schatz, das geht nicht. Was sehr stark darauf hindeutet, dass diesem Model jemand die Füße eingeölt hat, weil ich denke mal nicht, dass sie das selbst gemacht hat. Des Weiteren sieht man im Hintergrund, wie einem anderen Model eventuell gerade die Füße eingecremt werden. Und das im Video betroffene, stolpernde Model, nämlich Nina Su, hat vor kurzem auch ein Video auf TikTok veröffentlicht, wo sie schreibt, mein Walk mit Füßen, die eingeölt wurden, und mein Walk unter normalen Bedingungen. Und dann gibt es noch ein weiteres unabhängiges Indiz aus der GNTM Staffel 2021, also ein Jahr später. Hier berichtet nämlich die Kandidatin Nana Folgendes. Kurz bevor ich laufen musste, wurde ich eingecremt, ganz normal, damit meine Haut vor der Kamera schön glänzt. Dann wurden meine Füße auch eingecremt, ich war schon so okay. So, und dann bin ich gewalkt, dann bin ich direkt auch schon die Treppen runtergeflogen. Und wieso bin ich die Treppen runtergeflogen? Weil ich keinen Halt mehr in den Schuhen hatte und bin aus dem Schuh rausgerutscht. Dann bin ich nochmal gewalkt und dann bin ich ja umgeknickt. Und ich bin deshalb umgeknickt, weil ich den Halt in den Schuhen verloren habe, weil mein
Es war auf jeden Fall super rutschig in diesen Schuhen und das wurde halt rausgeschnitten. Und zwar bin ich komplett aus dem Schuh dann draußen gewesen und ganz oben, als ich dann ankam und ein Interview geführt habe, habe ich das gesagt. Ich bin aus dem Schuh rausgerutscht und habe so einen Move hingelegt. Am Ende des Tages ist mein Fuß dann eingeschwollen und ja. Danke. Alicia. Und das sind schon einige Hinweise und direkte Unterstellungen, dass sowas passieren würde. Und es wäre extrem heftig, weil es nicht nur eine direkte Beeinflussung der Competition ist. Spoiler Alert übrigens, alle Frauen, die dazu was gesagt haben, werden im Rahmen von ProSieben und ihren Verträgen totgeklagt werden. Also Ruhe und Frieden übrigens, eine Schweigesekunde für diese Frauen. Das war's auch schon. Und weil man damit aktiv eine Situation schafft, in der sich Menschen eher verletzen. Für Unterhaltung? Ich habe hier nicht mal die Zeit, auf alle Vorwürfe von Teilnehmerinnen gegenüber ProSieben und Germany's Next Topmodel und Heidi Klum einzugehen. Neben den direkten Vorwürfen bezüglich Körperverletzung, Missbrauch, Mobbing, Manipulation und Falschdarstellung gibt es nämlich noch weitere. Zum Beispiel darüber, dass Teilnehmerinnen aktiv US-Behörden anlügen sollen, damit die Produktion Steuern sparen könnte. Aber dieses Video ist vor allen Dingen dafür, dass es relativ spontan ist, eigentlich schon viel zu lang. Und ich möchte die Zeit lieber nutzen, um noch über einen anderen sehr bekannten Toxic Trait von Heidi und ihrer Sendung zu sprechen. Oh Gott, ja. Oh Gott, das ist eklig. Ich brauche dazu gar nicht viel sagen. Ich lasse die Clips einfach für sich. Oh nein. Sprechen. Das ist fürs Model zu viel, das Gute. Es sieht besser aus, wenn sie seitwärts ist. Sonst siehst du zu breit aus. Du bist dann unten und nimmst dir dann ein Stück Obst und schiebst dann darunter her direkt noch so einen Riegel mit da rein. Bleaching können wir bei dir machen. Okay. Du musst rein, du musst ihn ganz hart machen. Hart muss er sein, der darf nicht squishy sein. Und deswegen müssen wir jetzt sehen, wie du dich verbessert hast. Vorher 98, jetzt? 100. 100? Vorher war 98 eigentlich schon eine hohe Zahl. Ja. War eine hohe Zahl vorher schon, ne? Ah, es wird nicht unangenehm. Wird nicht angenehmer, wenn ich den Clip sehe. Aber deswegen bin ich jetzt geschockt, dass da jetzt 100 steht. Es sieht einfach nicht mehr ästhetisch aus, wenn man zu viel Knochen und zu viel. Es sieht einfach zu hager, zu mager aus. Beim letzten Clip hat sie übrigens wieder über eine Minderjährige gesprochen, die sie gerade dazu gepusht hat, sexy vor der Kamera zu sein. Oder hier eine andere, die wegen einer nicht wirklich ungefährlichen Krankheit ein bisschen zugenommen hatte. Bist du es wirklich, Isabella? Isabella. Meine Güte, auf die habe ich mich eigentlich gefreut. Das war zuerst mal für uns ein Schock. Isabella, Isabella. Auf einmal hat eine andere Isabella vor uns stehen. Sie hat sich schlichtweg verdoppelt. Digga, ich trete dir gleich deine dumme Baskenmütze von deiner Visage runter. Was ist das denn für eine ekelhafte Rhetorik einfach? Ey, gut, ich guck die Scheiße nicht an, ne? Aber was ist mit dir? Verdoppelt? No, no. Ja, total. Total verdoppelt einfach. Also wirklich unglaublich. Ey, ohne Scheiß, Heidi und auch deine Schergen da, völlig unabhängig davon, wie mager ihr seid oder was für frische Lederjacken ihr tragt, seid einfach menschlich hässlich. Und ich glaube, ich muss ja auch niemandem erzählen, wie fucking toxisch und schädlich das ist. Und zwar völlig egal, ob man das durch solche expliziten Äußerungen macht oder implizit. Ey, oder? Indem man... Ey, oder? Zeigt, dass Mädchen ihre Süßigkeiten vor Heidi verstecken müssen, denn man darf keine Kekse essen. Kyla hat genau darüber auch ein sehr, sehr starkes, gutes Video gemacht. Verlinke ich euch mit Alicias Video auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und da gibt es auch spannende Untersuchungen zu, zum Beispiel hier eine vom Bundesfachverband für Essstörungen, wo fast ein Drittel der Betroffenen angegeben hat, dass Germany's Next Topmodel für sie entscheidend für die Krankheitsentwicklung war. Ein fucking Drittel. Und da gibt es auch noch ein paar andere Studien und Untersuchungen zu, zum Beispiel eine wissenschaftliche Untersuchung, bei der gezeigt wurde, dass Germany's Next Topmodel bei Frauen zu Körperunzufriedenheit führt. Okay, kommen wir zum Fazit. Als allererstes möchte ich meinen Respekt vor den Opfern aussprechen, die teilweise trotz... Wenn sie sich verdoppelt hätte, wäre sie Markus Rühl. Knebelverträgen, NDAs oder anderen Methoden eben laut werden. Wie anfangs gesagt, habe ich nie wirklich Germany's Next Topmodel geguckt. Also ich wusste natürlich das grobe Prinzip, ich kenne so einzelne Memes und Clips daraus, aber ich wusste nicht wirklich, wie die Sendung so ist. Und jetzt, nachdem ich so ein bisschen mehr weiß, wie die Sendung ist und viele Clips daraus gesehen habe, habe ich eigentlich nur eine Frage. Wie kann diese Sendung und insbesondere Heidi Klum noch nicht gecancelt sein? Wären all diese Sachen, die ich in diesem Video aufgezählt habe, irgendwo anders passiert, zum Beispiel bei einem deutschen YouTuber, dann würden wir das nicht tolerieren? Also wieso sagt man beim Fernsehen, ja, ist nicht so cool, aber eigentlich wird das dann so hingenommen? Wir haben strukturelles... Weil Leute, die das gucken, halt Bauern sind einfach. Ich weiß nicht, wie man es anders sagen, und das meine ich nicht disrespektvoll gegenüber Bauern, sondern tatsächlich in einem sehr bezeichnenden
weiß ich nicht, unterkomplexem Sinne. Sind halt einfach, die sind halt unterkomplex. Leute, die das gucken, sind halt einfach K-Kona unterkomplexe Würste so. Und die raffen das nicht. Bodyshaming und Belege dafür, wie negativ und toxisch sich diese Sendung auf Millionen von jungen Frauen ausgewirkt hat und immer noch auswirkt. Wir haben harte Manipulationsvorwürfe von verschiedenen Seiten. Und diese Vorwürfe sind nicht nur dadurch, dass es von verschiedenen Seiten kommt, relativ glaubhaft, sondern auch dadurch, was man in der Sendung sehen konnte. Und das wäre dann eine aktive Inkaufnahme von Körperverletzung für Quote. Wir haben außerdem mehrere Vorwürfe wieder von verschiedenen Seiten bezüglich unterlassener Hilfeleistung und vor allen Dingen haben wir ernstzunehmende Missbrauchsvorwürfe gegenüber einer Ende 40-jährigen Multimillionärin, gegenüber eines sehr, sehr mächtigen Menschen, der große Macht über Heidi Weinstein, Alter. Viele junge Frauen hat und der diese Macht über Jahre strukturell dazu benutzt hat, junge Frauen und minderjährige Mädchen vor all unseren Augen ganz offensichtlich dahingehend zu manipulieren und zu drängen, für Content nicht nur zu weinen, zu leiden und zu streiten, sondern sich eben auch für Profit auszuziehen und gegen den eigenen Willen zu sexualisieren. Ja, Digga, ich bin raus. Es ist halt auch so eine Konsumfrage. Da ich das nicht konsumiere, ist das für mich natürlich kein Thema. Das jetzt zu sehen, stelle ich mir natürlich die Frage, wie kann man sowas unironisch konsumieren? Ne? Aber am Ende ist das halt klassische Medienlandschaft. Ich meine, zu dieser klassischen Medienlandschaft gehört auch die Bild-Zeitung im eigentlichen Sinne. Das sind halt die klassischen Privatmedien, sowohl Print als auch halt TV. Und so sehr ich mir wünsche, dass die halt nicht mehr existieren, werden sie halt weiter existieren aufgrund der Tatsache, dass sie eine gewisse Anpassungsfähigkeit haben. Ne? Die Privatsender haben angefangen, sich auf YouTube ihre Kanäle aufzubauen und da einfach Clips hinzusetzen und das wird hunderttausendfach geklickt. Also kann man nicht sagen, dass das Internet da nicht Bescheid wusste. Und das gilt halt für diese Sachen, sind halt die Sachen sterben halt einfach auch nicht aus. Leider.